Hey. Sean! Wie gut kennst du mich? Offensichtlich doch nicht so gut. Kennst du mich wenigstens so gut, dass wenn ich etwas Merkwürdiges und Gefährliches tun würde und dich bitten würde, mir zu vertrauen, dass du dazu in der Lage wärst? Nein. Wow, das war ehrlich. Du bist bildhübsch, sehr nett und brutal ehrlich. Wer bist du und was hast du mit Sean Fentress gemacht? Das ist mein neues Ich. Go get that coffee now? I hope so. Just hang tight one second. Ready to go get that coffee? Oh, sorry. Yeah. Just one more second, okay? Was genau verschweigen Sie mir? Wir haben Informationen, nach denen das nächste Ziel das Stadtzentrum von Chicago ist und dass eine radioaktive Bombe gezündet werden soll. Haben Sie eine Vorstellung, wie viele Menschen bei einer derartig gewaltigen Explosion in der Stadt sterben würden? Die Evakuierung läuft bereits. Wir müssen den Anschlag auf jeden Fall verhindern, verstehen Sie? Wir sind überzeugt, dass, wenn Sie den Attentäter finden, wir diesen zweiten Anschlag verhindern können. Uns bleibt nicht viel Zeit. Die Zeiger der Uhren bewegen sich nur in die eine Richtung. Starten Sie den Treiber. Auf dem oberen Stock des nächsten Wagens gibt es ein Abteil für den Schaffner. In diesem kleinen Büro befindet sich eine Art Safe. Darin liegt eine geladene Waffe. Sie sind dazu befugt, jede Art von Gewalt anzuwenden. Roll sound. It doesn't work that way. It can't. You don't have to believe me, sir. You just have to have the decency to let me try. Captain, this is Beleaguer Castle. Acknowledge transmission. Have your bomber. Have his name. Confirm. I have your bomber. I have his name. I want to talk about this. You have the bomber's name? I do. About our deal. I had hoped that you might reconsider that for the sake of the program. I have. I'm so sick of having to film. You have to go back to the same thing again and again. What? Ich habe deinen Rat befolgt. Und er war wirklich gut. Sean? Sean? Also, Sie glauben vielleicht, dass Sie mich kennen, aber ich weiß nicht, wer Sie sind. Mein Name ist Captain Coulter Stevens. Du machst mir echt Angst. Rede mit mir, Sean. Ich weiß weder, wer Sean ist, noch weiß ich, wer Sie sind. Willkommen zurück, Captain Stevens. Wo bin ich? Sie sind im Innern des Source Code. Was ist der Source Code? Das ist ein Computerprogramm, Captain. Source Code ermöglicht es Ihnen, die Identität eines anderen Mannes anzunehmen in den letzten 8 Minuten seines Lebens. Heute ist um 7.48 Uhr eine Bombe in einem Zug außerhalb von Chicago explodiert und hat alle Passagiere getötet. Denken Sie nach, Captain. Wer hat den Zug in die Luft gejagt? Ich habe keine Ahnung, wer das getan hat. Dann versuchen Sie es nochmal. Warten Sie, nein! Und? Was denkst du? Es ist derselbe Zug, aber es ist anders. Wir haben Informationen, dass es in 6 Stunden einen weiteren Angriff geben wird. Wenn Sie den Attentäter finden, kann der nächste Angriff verhindert werden. Wir dürfen nicht versagen. Was würden Sie tun, wenn Sie weniger als 8 Minuten zu leben hätten? Ich würde jede Sekunde auskosten. Ich will sofort wieder rein. Ich muss Sie retten. Das geht nicht, so funktioniert es nicht. Christina ist tot. Ich kann das verhindern.
Sie können die Realität nicht verändern, während Sie innerhalb des Source Code sind. Geben Sie mir bitte die Chance, es zu versuchen. Was ist los? Er ist in Gefahr. Sag mir, dass alles gut wird. Alles wird gut werden.